Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist jetzt Dienstag, der 31. März 2020. Hier die aktuellen Daten zur weltweiten COVID-19-Pandemie von der Johns Hopkins University. Weltweit haben wir 785.979 nachweislich erkrankte Personen mit 37.810 Todesfällen. Frankreich 45.170 mit 3.030 verstorbenen Patienten. Deutschland 66.885 mit 645 Todesfällen. China 82.240 mit 3.309 Verstorbenen. Spanien 87.956 mit 7.716 verstorbenen Menschen. Italien 101.739 infizierte Personen mit 11.591 Todesfällen. Und die USA führen jetzt mit 164.539 an SARS-CoV-2-erkrankten Personen, 3.164 verstorbene Personen und hier ganz dramatisch weit vorne New York City mit 940 verstorbenen Personen, also wirklich deutlich mehr als in Deutschland mit 645 verstorbenen Personen. Es bleibt also weiterhin sehr ungewiss, wie es auch in Deutschland weitergeht, ob wir jetzt den Ansturm zu befürchten haben, der ja vom Robert-Koch-Institut am Sonntag vorhergesagt wurde. Bleiben Sie bitte gesund. Ihr Uwe Janssens.